Ich muss ein neues Video machen, und zwar ein Video über, also es ist wieder eine Warnung, dass man sich nicht ungeprüft mit der Ideologie der Reichsbürger und bestimmten rechtsideologischen Kreisen beschäftigt. Also ich tue das hier vor dem Hintergrund, dass diese berühmten drei, Attila Hildmann, Xavier Naidoo und Ken Jebsen, in der Öffentlichkeit in den letzten paar Monaten, in den letzten 2, 3 Jahren, immer deutlicher mit einer rechten Ideologie aufgetreten sind. Und ich denen das nicht zugetraut habe. Also ich konnte mir bis vor ein paar Monaten eigentlich nicht vorstellen, dass Xavier Naidoo was mit rechten Spinnern zu tun hat, ja. Also, und ich möchte hier die Vermutung aufstellen, dass die drei, weil sie eine exponierte Stellung in der Gesellschaft haben und bekannt sind, umgeben sind von rechten Netzwerken und von denen psychologisch bearbeitet werden. Also ich würde sagen, Gehirn gewaschen und mit rechter Ideologie aufgeladen werden, also mit dem Sprech, mit der Sprache, also die Terminologie, die Denkart. Und dass sie deswegen als Galionsfiguren missbraucht werden für diese Kreise. Und ich vermute das, weil mir sowas Ähnliches passiert ist, als ich meine Zeit auf Facebook anfing und im Internet meine Sachen veröffentlicht habe. Da habe ich nach ein paar Monaten einen Menschen kennengelernt, der heißt Karl Detmar. Ja, Karl Detmar, der ist später dann nach Schweden ausgewandert. Der hat eine Internetseite, da geht es im Grunde genommen um den Euro und es geht um Merkel und diese ganze Reichsbürgerideologie wird dort ausgebreitet. Und ich habe ein paar Mal mit ihm telefoniert und da hat er mir im Grunde genommen diese Ideologie beigebracht. Also beziehungsweise er hat mir das erklärt und er hat mich in diese Denke eingeführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Denke so verführerisch war und so auch logisch schlüssig, ja, und das ist die große Gefahr, dass da sehr viel Wahres dran ist, dass ich eine Zeit lang nicht richtig wusste, was ist denn jetzt nun wahr und was ist falsch. Ja, und was ich hier sagen will, ist, man kommt gegen diese Ideologie an, beziehungsweise man lernt damit umzugehen, besser gesagt. Ja, also dagegen ankommen ist schwierig. Man lernt damit umzugehen, wenn man sich bildet. Also ich rate hier jedem, Leute, lest die Literatur der Aufklärung, lest, lest, lest. Hauptstromliteratur, Philosophie, Soziologie, Psychologie, Sozialpsychologie, Wirtschaftswissenschaft, lest die ganzen Klassiker, da steht viel drin. Und in Bezug auf Reichsbürgerideologie, lest Staatstheorie. Ja, und ich empfehle insbesondere dieses Buch hier, das ist von Jean-Jacques Rousseau vom Gesellschaftsvertrag, das ist ein Klassiker. Wenn man den gelesen hat, dann kommt man mit der Reichsbürgerideologie klar. Denn man versteht, dass dieses Ding, was wir Staat nennen, seine Macht ableitet aus dem, was Rousseau Gesellschaftsvertrag nennt. Das ist quasi, der Staat ist quasi eine Vereinbarung, die wir miteinander getroffen haben. Allerdings gibt es niemanden, mich auch nicht, der irgendwo eine Unterschrift geleistet hat. So, hier, ich bin mit diesem Staat einverstanden, mein Name. Und obwohl wir diese Unterschrift nicht geleistet haben, sondern nur gewohnheitsmäßig mit diesem System einverstanden sind und deren Rechte genießen, also die Grundrechte, ja, von Artikel 1 bis Artikel 20, Würde des Menschen ist unantastbar, Vertragsfreiheit, Gleichheit der Menschen, ja, diese Dinge, Schutz der Familie und so weiter, alles, was zwischen 1 und 20 ist. Obwohl wir diese ganzen Rechte genießen, heißt das nicht, dass wir uns einfach unseren Pflichten entziehen können. Ja, wir müssen unsere Rechte verteidigen. Da stehe ich schon bei den Demonstranten.
Aber wir müssen das immer innerhalb der Grenzen tun, die uns das Grundgesetz gibt. Und es geht hier um den Schutz von Menschen. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, es gibt Menschen, die sind gefährdet durch dieses Virus und die muss man schützen. Und das ist die Pflicht von jedem von uns. Und unsere Pflicht ist auch, uns mit unserem Grundgesetz zu beschäftigen, weil es ist ein sehr gutes Grundgesetz. Ich kann wirklich sagen, Leute, dieses Grundgesetz, das kann niemand aufgeben wollen. Das ist so gut und die Ordnung, die daraus entsteht, die ist problematisch, ja. Das liegt aber nicht an dem Grundgesetz, sondern das liegt am Kapitalismus. Das, was wir jetzt in unserer Zeit leben, ist, dass diese Gruppen der Bevölkerung, die bis vor 10 Jahren noch von den Zinsen gelebt haben, dass deren Titanic jetzt gerade gegen den Eisberg geknallt ist und untergeht. Es gibt keine Zinsen mehr. Und was die tun, und das taten sie immer in dieser Phase des Prozesses, ist, sie mobilisieren ihren rechten braunen Mob und infiltrieren den mit ihrer kruden rechtsideologischen Ideologie. Ja, oder diese Denke. Und das macht die Leute völlig mischugge im Kopf. Die werden plemplem. Und man erkennt das auch daran, dass diese drei Exponierten, also Naidu, Hildmann und Jepsen, die reden zwar von den Rechten und von unseren demokratischen Grundrechten, Meinungsfreiheit und so weiter, aber sie reden nicht vom Kapital, sie reden nicht vom Zins, ja, sie reden auch nicht von den Vorzügen des Negativzinses, also das Gegenteil vom Kapitalismus, ja, sondern sie schreien in der gleichen Art, wie diese AfD und wie die alle heißen, dieses braune Gesocks, ja. Also deswegen, Leute, es gibt nur ein Mittel gegen die Blödheit. Und das ist nichts anderes als ein Wort für Ignoranz. Und dieses Wort heißt Bildung. Ihr müsst euch bilden, sonst werdet ihr Opfer von Leuten, die gebildeter seid als ihr, die euch einfach aufs Glatteis führen und die mit euch machen, was sie wollen, nur weil ihr euch nicht gebildet habt. Es ist unsere verdammte Pflicht, dieses Grundgesetz zu schützen, weil es schützt alle, auch diese Schreihälse, ja, auch diese braunen Rechten. Man muss, Demokratie bedeutet, man muss auch die akzeptieren, die die Demokratie abschaffen wollen. Aber man darf ihnen nicht erlauben, dass sie das wirklich tun, ja. Und bei allem, was passiert, muss man immer überlegen, was geht hier eigentlich gerade ab, ja. Und es sollte niemand noch Zweifel haben, dass dieses Virus wirklich existiert, es existiert. Und es ist ein äußerst aggressiv sich ausbreitendes Virus. Und diese Einschränkungen, die dienen dem Schutz der Menschen, ja, der gefährdeten Menschen. Ich kann bei allem, was jetzt so passiert, nur eins sagen. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir gerade mitten im bedeutendsten Ereignis der Menschheitsgeschichte stehen. Uns befinden. Zum ersten Mal polt auf eine kontrollierte Art das Zinsvorzeichen um. Das gab es in der Menschheitsgeschichte so kontrolliert mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, noch nie. Und deswegen, die Veränderungen, die daraus entstehen, sind so groß, das ist quasi die andere Hälfte der Ökonomie. Wir waren bisher immer nur in der rechten Hälfte im Kapitalismus. Und diese Entwicklungen, die deuten darauf hin, dass wir jetzt zum ersten Mal in diese linke Hälfte der Ökonomie eintreten, wo die Zinsen auf Guthaben und bei Krediten negativ sind. Und natürlich wollen das bestimmte gesellschaftliche Kreise nicht, nämlich jene, die bisher immer von den positiven Zinsen gelebt haben, die einfach ihr Geld irgendwo bei Banken liegen hatten, bei Vermögensverwaltern, die dann für sie die Zinsen rangeschafft haben. Ja? Und die haben schon immer den braunen Mob mobilisiert in der Krise. Ja? Also es hilft nur eins, ihr müsst lesen und ihr müsst euch mit Kapitalismus beschäftigen und Kapital, weil das gerade in der Krise ist und wahrscheinlich für eine längere Zeit verschwinden wird, der Kapitalismus. Nur das passiert auch nicht so ganz von allein. Und man kann es auch nicht erzwingen, ja? Also wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen jetzt erstmal diese ganzen Ängste überwinden, die wir haben, aber auch nicht mit Gewalt, sondern man muss sie verstehen. Man muss gucken, woher kommt die Angst? Ist die Angst wirklich berechtigt? Was sind das für Leute, die da auftreten? Ja, man denkt ja irgendwie, wo sind die rausgekommen? Wo waren die vorher? Wieso haben wir die nicht gesehen? Und
was passiert dann eigentlich? Ja, das sind so große Fragen und die sind so groß, dass dies kein Einzelner beantworten kann, sondern wir sind alle dazu aufgerufen, uns mal hier ein bisschen in den Kopf zu machen darum. Leute, lesen.